Einen wunderschönen guten Tag, ihr Couchos, zu einem neuen Battle Royale, und zwar Islands of Nine. Oh Gott. Ja, es ist endlich soweit. Islands of Nine hat kein NDA mehr. Muss ich irgendwie den Fallschirm ziehen? Holy shit. Okay. Da haben wir auch schon unseren ersten Kill. Alles klar. Ich hätte es eigentlich lieber anders gemacht und ich würde euch gerne was erklären. Holy shit. Jetzt finde ich hier Scopes ohne Ende. Da unten wird schon geschossen. Ja, Islands of Nine, neues Battle Royale Spiel. Im Gegensatz zu Culling auf Schusswaffen eigentlich ausgelegt. Auch wenn wir hier unseren ersten Kill... Ich wurde, glaube ich, angeschossen. Unseren ersten Kill mit... Habe ich Munition? Ja, habe ich. Mit einer, mit der Nahkampfwaffe gemacht haben. Und, ja. Prinzipiell typisches Battle Royale Spiel. Kann man nicht anders sagen. Wir sind auf einer Insel, oder ich glaube, es ist eine Insel. Und müssen überleben. Und die anderen töten. Okay, wir haben schon mal. Wir haben schon mal kurz überlebt. Das Spiel befindet sich noch in einer. Ich weiß nicht, ob man es eine frühe Alpha nennen kann. Es ist auf jeden Fall schon relativ lang in der Alpha. Dalu ist übrigens auch dabei. Also, wir sind. Es gibt aktuell nur Solo-Matches. Deswegen, ja, nehmen wir einzeln auf, weil wir wollen hier ja nicht irgendwie im Team spielen und uns dadurch irgendwie einen Vorteil holen. Und. Ja, das Ganze wird später auch noch ein Duo geben und es wird Fünfergruppen geben. Und no extra capacity. Da sehe ich unsere Munition. Also tatsächlich habe ich es jetzt auch, wir haben ganz am Anfang, also ganz am Anfang mal reingeschaut. Zu dem Zeitpunkt hatte allerdings noch quasi keiner Zugang und es kamen keine Spiele zustande. Das ist jetzt also wirklich unser erstes Spiel und ich bin froh, dass wir den ersten mit dem Messer hatten. Es wird noch durchaus Bugs haben, ohne Frage. Ich hab Schritte gehört. Kann ich eigentlich... Ich bin noch so ein bisschen überfordert. Ich weiß gerade nicht so recht, was ich sagen soll. Das hier ist wie in Culling auch eben der Maprand. Und ja, es ging eben, wir sind relativ mittig gelandet. Ich habe auch beim Landen tatsächlich, haben wir den einen ja schon gesehen. Oh, die Wand. Okay. 16 Survivors. Und das ist die Karte. Ah, okay. Nice. Alles klar. Das muss man auch erstmal wissen. Wir sehen hier, ich zeige das nochmal ganz kurz. Rote Zone, ja, ist so gesehen die Dead Zone. Und die grüne Zone ist das, was noch in Ordnung ist. Und ja. In 32 Sekunden ist so gesehen die Zone komplett klein. Man wird sich an das Spiel erstmal gewöhnen müssen. Ich hoffe, es kommt gut bei euch an, weil... Prinzipiell, wir haben eben, also bevor das Spiel losgeht, hat man so eine Art Warm-Up-Phase, wo man einfach nur wild am Rumballern ist, so ein bisschen Gun-Game-mäßig. Wenn man mit seiner Waffe ein oder mehr Kills gemacht hat, dann Achso, das ist ein Red Dot. Okay, wir sind immer noch in der Safe Zone. Das mit der Safe Zone eben habe ich zum Beispiel, ja, zum Glück noch gesehen, dass die näher kam. Und, ja. Ich habe leider nicht drauf geachtet, ob Dalu schon tot ist, ob Dalu noch lebt. Ich habe auch nicht besonders viel Munition, ist mein Problem. Man kann hier Feuermodus umstellen, hier leider nur Auto und Semi. Es gibt noch Burst. Habe ich hier eben Wasser gehört?
Und ja, bis jetzt tatsächlich ist mir auch nur diese Map bekannt. Das ist auf jeden Fall auch schon das, was es damals gab, als wir zum ersten Mal reingeschaut haben. Pistol-Ammo habe ich scheinbar voll. Was habe ich jetzt gefunden? Ihr habt auf jeden Fall auch am ersten Kill gesehen, man stirbt sehr, sehr, sehr schnell. Nano-Smelt auf der 5, okay. Das waren ja wirklich nur zwei Messerstiche, dann ist man tot. Das ist auch tatsächlich die Erfahrung, die wir eben im Warm-up gemacht haben. Und das bewahrheitet, also da war noch so ein bisschen die Vermutung, okay, vielleicht ist es einfach nur, um das Waffengefühl auch kennenzulernen. Aber, nee, das scheint tatsächlich so zu sein. Die Waffe ist relativ am Zittern, habe ich das Gefühl. Einer hat eine Sniper. Befinde mich hier halt relativ auswärts. Ich bin gerade mega pumped, weil ich ein bisschen was erzählen will, aber deswegen, weil ich so pumped bin, nicht richtig weiß, was ich euch erzählen soll. Ich glaube, das Spiel wird ganz cool. Also es gefällt mir optisch ganz gut. Es läuft nicht hundertprozentig stabil. Also ich habe Schwankungen zwischen 40 und ja, über 100 FPS. Ich hoffe, das merkt man zu sehr nicht in der Aufnahme. 11 Überlebende noch. Und ja. Das Spiel soll wohl auch so eine Art Geschichte haben. Also ein bisschen storymäßig. Ob es tatsächlich irgendwie was Solospielermäßiges geben soll, habe ich keine Ahnung. Muss ich sagen. Aber das werden wir alles mit der Zeit rausfinden. Aktuell kann man nur an den Wochenenden spielen. Das heißt, wir werden jetzt am Wochenende zumindest mal schauen, wie viel wir denn aufnehmen können, weil die Runden, es dauert relativ lange, bis eine Runde voll wird. Wobei wir vielleicht auch einfach das Pech hatten, so gesehen eben, dass wir uns angemeldet haben, als gerade eine Runde angefangen hatte, weil auf einmal kamen dann relativ viele Leute rein. Und wie viele leben noch? 11 Leute noch. Ich bin relativ am Rand. Und deswegen ja mal schauen. Könnt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Ich bin sehr gespannt, wie es sich auch von der Playerbase entwickelt. Gerade dadurch, dass man es jetzt ja zeigen darf, ja, hoffe ich, dass auch noch mehr Spieler dann den Weg zum Spiel finden. Vielleicht auch für euch interessant, ihr solltet den Entwicklern auf jeden Fall mal auf Twitter folgen. Denn heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, also ich vermute mal, dass wir es direkt am nächsten Tag jetzt raushauen werden, haben sie zum Beispiel Beta-Keys oder Alpha-Keys ganz viele verschenkt. Odalo lebt noch, er hat gerade einen getötet. Entsprechend folgt denen einfach mal auf Twitter. Einfach Islands of Nine ist auch der Twitter-Handle von denen. Entsprechend, ja. Vielleicht habt ihr die Chance, da auch was zu bekommen. Ansonsten, ich weiß tatsächlich nicht, wann es wirklich in die Beta gehen soll. Also wann das Spiel tatsächlich rauskommt. Das kann ich euch leider nicht genau sagen. Ich glaube, das wissen sie auch selbst noch nicht. Aber, oh, jetzt wurde Dalu gekillt. Wobei, ich will eigentlich nicht von meiner Wand weg. Aber, na komm. Wir rotieren nochmal. Ich werde auf jeden Fall auch in einer weiteren Runde mal ein bisschen aggressiver spielen. Nur ich wusste gerade halt so gar nicht. Ich war komplett überfordert. Es ging auf einmal los und es war halt tatsächlich die erste Runde, die wir jetzt überhaupt spielen. Und wartet, wie viele leben noch? 7 noch. Es ist aber auch keiner hier unterwegs, wo ich bin. Das ist total interessant.
Die Leute scheinen alle irgendwo mittig zu laufen, eher. Ich meine, ich habe dadurch jetzt auch nicht irgendwie besonderen Loot abbekommen. Oh, okay. Jetzt müssen wir zur Safe Zone. Das ist so gesehen das Ende jetzt. 5 Leute leben noch. Wird sich natürlich dann auch sowieso zeigen, wie die Leute spielen. Spielt man sehr passiv oder spielt sich eigentlich tatsächlich hier alles in der Mitte ab und aus irgendeinem Grund haben halt dann doch welche überlebt? Oder wie genau wird sich halt zeigen? Ich weiß gerade auch nicht, ob ich mich durch meinen Red Dot zum Beispiel verrate. Ist das ein Gegner? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nicht schießen, weil ich mich dann verrate. Ich glaube nämlich nicht, dass es einer ist. Da komme ich nicht raus. Wir lebten jetzt noch 4. Da oben sind wir gespawnt am Anfang. Oder gelandet. Noch nicht in der Zone drin. Wo sind die denn alle? Finde ich ein bisschen creepy, dass hier keine Gegner sind. Angeblich leben noch 4. Da hinten ist einer. Der muss da jetzt weg. Der muss da jetzt weg. Habe ich ihm Schaden? Nee, ich habe ihm nicht. 20 Schaden habe ich ihm nur gemacht. Aber da hatte er die Sniper. Das war natürlich ärgerlich. Aber dritter Platz. Ein Kill. 13 Minuten 25 überlebt. Das auf jeden Fall ist Islands of Nine, Leute. Kann ich. Ich kann jetzt, glaube ich, auch gar nicht zugucken. Oder? Nee, man kann jetzt nicht zugucken. Gerne mal eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall schauen, dass ich einen etwas anderen Spielstil hinlege als hier gerade. Und. Ja, dann sehen wir uns, denke ich, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.